Freunde, es ist soweit, die Entscheidung ist gefallen, die Wildcard steht fest. Hi zusammen, die Wildcard-Entscheidung ist gefallen. Was für ein Auf und Ab der Gefühle die letzten Tage und Wochen. Man konnte es gar nicht mehr erwarten. Wer bekommt denn jetzt die Wildcard? Es ging immer näher zu den, zu dem Projekt hin. Der eine oder andere, der aufmerksam die ganzen Bewerbungen verfolgt hat, weiß sicherlich, welche Bewerbung dahinter steckt. Und es ist Joris. 57.000 Leute haben die Bewerbung bei ihm auf dem Kanal gesehen. Ja, ich muss sagen, ich bin natürlich enttäuscht, dass es nicht für mich gereicht hat, die Wildcard zu gewinnen und dass ich nicht diese Challenge miterleben darf. Und weil ich hätte einfach so Bock gehabt auf das Projekt. Aber nichtsdestotrotz bin ich so dankbar für den ganzen Support über die letzten Wochen. Die Leute, die hinter mir standen, die mich angefeuert haben, die alles gegeben haben. Ihr seid echt die Besten und ich weiß es so sehr zu schätzen. Ich bin von einer Abonnentenzahl von 300, habe ich mich verzehnfacht mit jetzt über 3000 Abonnenten. Ich habe eine YouTube-Partnerschaft. Das heißt, ich kann jetzt auch mit meinen Videos Geld verdienen, die meine Arbeit supporten, was der Hammer ist. Und ich werde auch definitiv weitermachen. Und ich bin auch so dankbar für Fritz und das Team, dass er die Wildcard ins Leben gerufen hat, weil es einfach so meinen YouTube-Account wiederbelebt hat und ich jetzt neue Ideen entwickelt habe und möchte euch mehr Behind-the-Scenes zeigen von meiner Arbeit. Natürlich auch herzlichen Glückwunsch an Joris, den Gewinner der Wildcard. Und das Coole ist, dass wenigstens jemand gewonnen hat, der auch eine sehr große Leidenschaft hat für Tiere und die Umwelt und Dschungelerfahrung. Er war sogar schon mal in Indonesien, in Borneo, wie er erzählt hat in seinem Video. Und ja, wünsche ihm das Beste, viel Erfolg. Ich drücke dir natürlich die Daumen, dass du das rockst. Und vielleicht sieht man sich ja mal im Dschungel von Indonesien später mal. Und und ich habe mir jetzt gedacht, so überlegt, ich werde es auf jeden Fall, wenn es nächstes Jahr noch eine Wildcard gibt, werde ich es auch wieder probieren. Aber man soll ja immer sich überlegen, was hat man selbst unter Kontrolle. Und deswegen werde ich bin ja ab August wieder in Bali und werde dann einen 24-Stunden-Selbstversuch starten auf einer Survival auf einer einsamen Insel in Indonesien. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon halten würdet, von so einem 24-Stunden-Selbstversuch. Ich habe mir da schon ein paar Inseln angeschaut, wo es gut klappen könnte. Und dann könnt ihr so ein bisschen, kann ich euch so ein bisschen auf die Reise mitnehmen von meiner Survival Experience und dem Selbstversuch. Das habe ich mir so überlegt und habe da auch dann jetzt schon mega Bock drauf. Ich versuche immer so Lösungen zu finden und zu schauen, was ist das Beste, was man draus machen kann. Und ich habe auch sehr spannende Projekte, wo ich euch so behind the scenes zeigen kann in den nächsten Monaten. Und es kommt sogar noch ein paar Überraschungen auf euch zu, so im November, Dezember. Kann ich noch nichts verraten, aber es wird auf jeden Fall episch. Es werden auch ein paar Dschungelerfahrungen mit dabei sein. Ich habe schon ein paar coole Trips geplant für Oktober, November. Seid gespannt auf den Content und lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was ihr mehr sehen möchtet auf diesem Kanal. Ich werde auf jeden Fall weitermachen und nochmal vielen, vielen Dank für den ganzen Support. Bin mega, mega happy drüber und werde natürlich auch Seven vs. Wild weiterhin verfolgen und vielleicht auch Reaktionen machen auf die Folgen, die dann rauskommen. Und auch an alle anderen Bewerber, lasst den Kopf nicht hängen. Seid stolz, dass ihr euch getraut habt für die Bewerbung. Das Einzige, was ich mir so gedacht habe oder so selbst vorgeworfen habe, ist so bei meiner Bewerbung nicht die ganzen Informationen zu nennen gleich, die ich habe und die ganzen Skills. Kann man leider nichts ändern, ist so. Und manchmal verliert man, manchmal gewinnt man. Ich habe sogar ein Tattoo, das heißt Failure is the stepping stone to success, nach dem, was ich auch lebe. Und ich habe sehr viel gelernt in diesen 3 Wochen oder 4 Wochen, seitdem ich mein Bewerbungsvideo rausgebracht habe und bin, wenn ich jetzt zurückblicke, vielleicht würde ich gar nichts anders machen, weil es so viel Aufmerksamkeit
für das Problem mit den angeketteten Affen oder dass Affen für Entertainment ausgenutzt werden. Und es kamen so viele Spenden zusammen und die Organisation Jakarta Animal Aid Network hat sich so bedankt bei mir und bei euch. Ja, was Besseres geht eigentlich nicht. Jetzt noch kurz am Schluss am Rande etwas. Ich fand es so amüsant, wo Fritz das Reaktionsvideo gepostet hat zu meinem Bewerbungsvideo auf seinem Kanal und dann so viele Leute ein Problem hatten mit meinem Grinsen. Ich so, was? Das ist der größte Kritikpunkt, mein Grinsen? Ich wusste gar nicht, dass Leute so viel ein krasses Problem damit haben. Natürlich, die meisten Kommentare waren super supportive. Und da bin ich auch mega dankbar. Nur ich glaube, 10, 15 Leute hatten ein Problem, dass ich so oft grinse. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich auch so in echt bin. Und einfach, das bin ich einfach. Ich zeige mein authentisches Ich und ich grinse einfach viel. Ich bin ein fröhlicher Mensch, bin sehr glücklich mit meinem Leben. Natürlich gibt es immer Up und Downs. Und bei so sensiblen Themen ist es dann vielleicht schwierig für Leute zu sehen, wenn man auch eine positive Ausstrahlung hat. Aber ich denke mir einfach, es gibt so viel Leid und so viel Schmerz in dieser Welt und wenn man da seine Positivität verliert, dann kann man einfach nicht was tun gegen diese Probleme und kann nicht handeln. Deswegen, mir macht es so viel Spaß, Content über Tierschutz zu machen und Inspirationen und euch zu inspirieren. Deswegen, vielleicht ist es manchmal nicht immer passend, wenn ich grinse. Aber ich werde es natürlich auf jeden Fall beibehalten. Das bin ich einfach. Und ja, die Leute da draußen werden es vielleicht nicht verstehen. Ist auch in Ordnung. Ist nicht mein Problem. Ja, genau das dazu. Nur ich fand es sehr, sehr interessant. Ich hätte damit nicht gerechnet. Genau. Also haut rein und bis bald. Freut euch auf mehr Content.